Das perfekte Dinner kommt nach Namibia. Deutschland schaut kommende Woche zu, wie Namibia kocht. Die Show wird auf Vox, einem Sender, der von Satelio ausgestrahlt wird, gezeigt. Also Montag bis Freitag immer um 20 Uhr. Das ist der 10. bis 14. November. Wir begrüßen dazu jetzt ganz herzlich Ys heute. Hallo Ys, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Und verrate uns doch gleich mal zu Beginn, was du genau mit dieser Sendung zu tun hast. Yes, ja, huset, Jung! Ja, wo fange ich an? Sag mal so, ich habe ja 2011 habe ich einen Telefonanruf gekriegt von einer Produktionsfirma, die gesagt, ja, wir drehen perfekte Dinner und wir wollen gerne einen Song von dir gebrauchen. Ich sag, wer der Donner seid ihr? Und habe ich gesagt, kann ich da auch mal mitmachen? Ja, und dann habe ich knapp 2-3 Monate später war ich auch in einer Kölner Runde dabei als Namibianer und habe dann da mitgekocht in Deutschland 2011. Dann habe ich lange überlegt und mit einem Namibian Tourism Boat in Frankfurt auch gesprochen und gesagt, weißt du was, warum bringen wir nicht mal das perfekte Dinner nach Namibia und zeigen den deutschen Leuten, wie wir in Namibia kochen. So, ne, weil das war ja schon mal in Kapstadt, das war schon mal in Los Angeles und so weiter. Warum nicht Namibia auch? Naja, dann habe ich da mal angeschrieben und gesagt, Jungs, wie sieht's aus? Wollt ihr nicht mal nach Namibia kommen? Und dann waren die so ein bisschen, nee, was ist denn überhaupt da? Können die Leute überhaupt kochen in Namibia? Ich so, hey, wow, wir können leckere Reis freuen. Naja, und dann hat das, ja, sagen wir nochmal so 8 Monate gedauert, um die zu überzeugen, da hinzukommen. Und mit großer Hilfe von NTB, Namibian Tourism Boat aus Frankfurt, hat es dann auch geklappt. Das Team kam da runter. Ja, und dann war ich einer, der da mitgekocht hat. Sehr cool. Nach welchem Schema wurden die Teilnehmer denn ausgewählt? Well, ich denke, das Schema ist eher so, die gucken, ob du ein Hobbykoch bist. Weil du musst irgendwie schon, Biki, was mit Kochen zu tun haben. Wenn du gar nichts weißt von Kochen, so wie ich, dann bist du ein Biki useless in der Show. Nein, ich joke. Natürlich kenne ich mich mit Brei sehr gut aus. Und das war auch meine Power-Tools in dieser Show. Die wollen halt gerne verschiedene Leute haben, alle Fassaden von Namibianern. Und das haben wir auf jeden Fall in dieser Show gehabt. Da waren junge Leute, ältere Leute, Farmer, Städter, alles, was Namibia so zu bieten hat. Und dann obviously noch mich dazwischen, Urmeidona. Sag mal so, die Producer von der TV-Show haben gesagt, dass die sowas wie diese Show noch nicht gesehen haben im TV. Das Wort, was die gebraucht haben, war grandios. Grandios, sagst du? Da bin ich ja gespannt. Ys, was wurde denn gekocht? Gekocht wurde sehr namibianisch, muss ich sagen. Es wurde sogar Löcher im Boden gegraben und dann da Fleisch reingeheut. Und ja, sehr viel Wildfleisch. Obviously, Namibia liken wir unser Fleisch. So, ich glaube, es ist eine Sendung, es war noch nie so viel Fleisch in einer perfekten Dinner-Sendung wie in dieser Sendung. Ansonsten, es ist ein 3-Gänge-Menü und mit einem Sundowner-Drink noch dazu. So, ja, wir als Namibianer haben uns was Schönes ausgedacht, um auch den Deutschen zu zeigen, dass wir mit einem, sag mal, europäischen Style sehr viel afrikanische Sachen braten und kochen können. Und klar verrätst du uns jetzt nicht, wer gewonnen hat. Nein. Wer gewonnen hat, das verrate ich euch natürlich nicht. Es waren sehr viele gute Köche dabei. Ich habe, glaube ich, noch nie so gut gegessen in einer Woche wie in der Woche. Aber wer gewonnen hat, das müsst ihr schon selber gucken. Das kann ich jetzt nicht verraten. Wie sieht's denn bei dir aus, Ys? Kannst du kochen? Well, das hängt natürlich ab, wie man Kochen definiert. Also ich denke, ich bin ein guter Koch, aber ich weiß nicht so viel über Kochen. Ich bin eher mehr ein Breimaster. Mein Vater, als ich noch klein war, hat mir, glaube ich, mit 5 Jahren diese Breigabel in die Hand gedrückt und hat mir moi gezeigt, wann genau man ein Stücki Choppi und Fleisch umdrehen muss. So, die Richtung, aber ob man das Kochen nennt, das ist die Frage. Egal, dabei sein ist alles. Also dann nicht verpassen, auf Vox hier in Namibia über Satelio zu sehen, die Sendung Das perfekte Dinner, die Namibian Edition, wenn ich das so sagen darf, ab Montag bis Freitag kommende Woche um 20 Uhr namibische Zeit. Ys, dir herzlichen Dank für deine Zeit und vielen, vielen Dank, dass du mit uns darüber gesprochen hast. Wir sind gespannt. Sehr, sehr gerne. Danke für euren Support. Viele Grüße nach Namibia. Away!